der letzten Episode. Oh, alter Schwede. Willst du mich verarschen? So, damit kommen wir eigentlich dann... Es ist zu dunkel zum Lesen, was? Es ist zu neblig zum Lesen, würde ich sagen. Wir haben schon wieder Nebel und Nacht. Das ist eine sogenannte Nacht- und Nebelaktion, natürlich. Dann fangen wir erstmal mit den 4 Stunden hier an. 1 Stunde haben wir geschafft, 2 Stunden haben wir geschafft, 3 Stunden haben wir geschafft, 4 Stunden haben wir geschafft. Nee, haben wir nicht geschafft. Wir haben 3 Stunden 59 geschafft. Ja, dann machen wir noch diesen Tiefkühlschrank. Perfekt. Möchtest du es essen? Kann ich so nicht essen, okay? Halt. Hier. Achso, das ist sogar noch roh, okay. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 13. Yes. Ja, übermorgen ist auch 13, nämlich der Freitag der 13. Hm? Zumindest für all diejenigen, die live gucken. Hallo? Ah. Okay, wir haben hier nichts dafür. Okay. Na, wobei, naja gut, man könnte zumindest die da rein tun. Was haben wir sonst noch? Den Stoff lassen wir erstmal so. Wir haben noch eine Laterne. Die 2 Töpfe behalten wir. Sieht jetzt eigentlich nicht so aus, als bräuchten, müssten wir irgendwas reinlegen. Ja, ein bisschen Kleidung halt wieder mal. Hm. Uns geht der Platz aus. Kleidung ist ja doch... Der Kaban. Ach so, ja, den Kaban wollten wir irgendwie tauschen. Wieso haben wir den nicht an? Ja, hallo. 1,9, 2,5. Wie viel? Ach du Schande. Echt, du brauchst 2 Stunden dafür. Was sagt der Tag? Ja. Sollen wir das mal? Ach du Schande, haben wir viel Wasser. Kein Wunder, dass die Gute so kriecht hier. Und sie will mit der E-Taste nicht laufen. Okay. Hm, warte mal. Der Ahornsirup bleibt hier. Ja. Warte mal, die MAI. Hm. Eigentlich brauchen wir sie noch nicht. Dann lassen wir die lieber da. Dann machen wir das so. Das ist wahrscheinlich halbwegs sinnvoll. Okay, die Dose, die müssen wir ja irgendwann kochen. Dann haben wir ja einen Müsli-Riegel. Der passt hier wahrscheinlich nicht mehr dazwischen. Okay. Ja, okay, das ist eigentlich auch kein Werkzeug. Im engeren Sinne. Im weiteren Sinne vielleicht schon. Ein Werkzeug zum Hungerstellen. Ja, der 2. Ahornsirup hier. Man fasst es nicht. Gut, das Wasser, das stellen wir am besten direkt hier um die Ecke. Mal 7 Liter raus. Jetzt sind wir leicht, okay. Ja, das Reparieren. Hm. Nimm die mal. Ja, dann färbe sie mal. Ja. Hallo, kannst du die einfach... Ja, okay. Ja, danke, dass du das dann doch irgendwann machst, okay. Ja. Warte mal. Mhm. So, was sagt das Gewicht jetzt? Immer noch so schwer. Warum? Was haben wir so viel an uns? Wir haben doch gar nicht so viel an uns. Knochen. Achso, Medizin haben wir jetzt noch gar nicht gesammelt. Irgendwo. Na gut, wir haben aber noch ein paar Regale. Das ist das kleinere Problem. Halt, Medizin ist natürlich unter Medizin. Ach, ja, jetzt haben wir halt 12 Tabletten. Bei 25%, okay? Na gut. Ja, gleich ein Griffweite hier oben hin. So, dass es auch schön runterfallen kann. Ja, es geht mit den Tabletten nicht ganz so gut. Okay, 2 Kilo. Die Kleidung haben wir ja im Prinzip an, bis auf den Kaban halt. Ach, das ist... Wieso haben wir... Habe ich da eine halbe Liter reingestellt? Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich einen ganzen rausstellen. Halt, einen ganzen, habe ich gesagt. Aber das sind auch nur 3 Kilo. Okay, 11 Kilo. Wie sind 11 Kilo hier? Mit dem 11 Kilo Werkzeug, ernsthaft? Das ist, ja. 4. Das kann man so sagen. Okay, schmeißt mal den Kaban raus. Die 2 Kilo, das müssen wir erstmal reparieren. Bevor wir da irgendwie rangehen und uns da verbessern. Ja, gut, wenn ich da 11 Kilo abziehe, sind natürlich dann nur noch 13. Hier sind 0,7, 2,4 Kilo Medizin.
3 Kilo Futter, wobei davon 2 Kilo Wasser allein ist. Ja, da kommt es halt her. Was willst du da machen? Es windet die ganze Zeit. Irgendwo höre ich Krähen, aber das sind nicht die Bärenkrähen, die ich höre. Okay, eigentlich wollten wir uns ein bisschen um Holz kümmern, machen wir jetzt aber nicht. Wichtiger ist erstmal zu gucken, was der Bär macht. Hallo? Das wäre viel interessanter. Zumindest sieht man ihn hier nicht. Ja, nee. Guck mal, wie hell es ist. Und es ist auch erst Mittag. Wieso bist du schon so runter? Ist man wieder viel gerannt oder was? Das kann natürlich sein. Was sind das für Krähen, die man da hört? Man hört mehr, als man sieht. Da oben gibt es auf jeden Fall Wölfe. Okay. Also oben im Sinne von wahrscheinlich bei den dem einen Wohnwagen, wie das heißt. Wir kommen immer näher, echt. Nein, nicht wir kommen näher, die Krähen kommen näher. Hier ist jetzt auch nichts von laufender. Ist das der Bär? Oder ist das ein Stamm? Moment, das schauen wir uns gleich an. Naja, das könnte der Bär, der Wolf sein, der einen Bären frisst, oder was? Das wäre ja was. Es ist ja inzwischen tatsächlich ein bisschen zu kalt. Minus 19,9. Ach, als Maul, ganz ehrlich. Ich mag sowieso keiner. Okay, mit Klick auf die Maustaste. Ja, okay. Was erwarte ich überhaupt? Ey, Schnauze da unten. Komm, aufsterben. Yes. Gut, die mag sie nicht. Da ist ein Zettel. Wie immer hier in dem Auto. Der Wolf ist sehr, sehr nah. Sonst wird er wahrscheinlich nicht so krummeln. Eine Limo. Ah ja, guck mal. Eine Notiz mit einem Überlebenstipp. Sie beißt gerade heftig. Ich spüre es. Wir treffen uns morgen an meinem Boot bei Tagesanbruch. Oh ja. Haus an der Küste. ja, okay, gut. Dann haben wir da zumindest mal eine Notiz für Häuser an der Küste gesehen. Hm? Sie beißen gut. Es könnte natürlich auch auf die Wölfe bezogen sein. Das weiß man ja nicht so genau hier. So, da haben wir mal gleich Stöcke. Ja, modtechnisch, da ist halt noch nichts released worden. Da ist, also eine Mod, die ist aber mehr, naja, Nebel, wunderschön. Mehr oder weniger irrelevant. Inzwischen geht die Temperatur wieder rauf. Okay, alles klar. Hat der Wind nachgelassen oder was? Ja, vielleicht schon. Und zwar eine Mod für Interloper Spawns, sowohl in Bleak Inlet als auch auf dem Flughafen. Ich wusste gar nicht, dass man in Bleak Inlet auch nicht mit dem Interloper starten kann, was vielleicht auch Sinn macht. Ja, ich wüsste nicht, also die haben da wahrscheinlich dann auch Spawnpunkte festgelegt. Ich möchte am Interloper nicht direkt in einem Timberwolf-Rudel neu starten. Zwei Krähenhaufen hier. Okay, was haben wir hier? Nichts echt. Vorne irgendwo noch. Ein Stück hin. Ah ja, hier sind schon mal die Federn. Ein Rehkadaver, alles klar.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Ecke heißt. Das ist aber auf der Karte. Ist das links? Warte mal, geh mal auf die Karte. Was ist das denn? Ausblick Küste. Also, okay. Geht so. Genau, dann ist das im Westen, alles klar. Dann wissen wir das. Küstenstraße. Sehr präzise beschrieben. Da gibt es auch einen großen Ast. Den willst du wahrscheinlich nicht auf den Kopf bekommen. Wobei es dann auch wieder fast egal ist. Ich glaube, es interessiert einen dann nicht mehr, wenn man so ein Ding auf den Kopf bekommen hat. So, ein Rucksack. Wahrscheinlich mit noch einem Polaroid. Kann eigentlich nicht sein. Na gut, dann tun wir das auch. Egal, ja, hier sitzt der Junge dazu. Gut, alles klar. Eine Feder, immerhin. Ganz schön laut hier oben. So, ja, hier runter. Da vorne kreist es tatsächlich. Also ist das dann der Bär oder was? Den müssen wir wahrscheinlich wieder zerlegen. Also zerhacken. Also hat das mit dem Revolver funktioniert? Echt? Das ist ja interessant. Ah, ne, Quatsch. Brauchen wir ja nicht. Wir haben ja genug Antiseptikum. Naja, da liegt er tatsächlich. Das ist interessant. Hey, Junge, ich sammle hier Federn auf. Was bist du für ein Penner? Naja, wunderschön. Da haben wir den dichten Nebel. Hey, Junge, mach schneller, sonst sieht man dich nicht mehr. Ja, da habe ich ja noch Zeit für einen Bogen hier. Das ist ja der Hammer. Blöng, Junge. Wisst ihr? Da freuen sich sogar die Krähen. Da sind sie lautstärketechnisch wieder da. Wie bitte was? Ach du Schande. Den müssen wir erst antauen. Wie viele Stöcke haben wir denn dabei? 15. Na gut, wir können das ja versuchen. Wir haben ja sowieso... Halt, warte mal. Wir müssen das wieder über die Fackel machen. Ja, bitte Papierstreichhölzer. Wenn wir sowieso Nebel, da ist es ja im Prinzip auch egal. Genau, 75%. Sind wir schon auf Level 2? Ja, das könnte sein. Weil wir haben ja... Wir sind sogar auf Level 3, oder? Ne, wir sind auf Level... wir sind gerade noch nicht auf Level 3, wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck gleich mal. Wir haben ja in der letzten Folge relativ viel gelernt. Das ist für mich in der letzten Aufnahmesession gewesen. Ja, erstmal muss ich das Feuer anstarten. So. Genau, das ist hier im Journal natürlich, nicht im Inventar. Feuer machen, Level 2, ja. Alles klar. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir es besonders schnell machen. So. Ja, dann fangen wir halt hier erstmal an. Ist ja dann auch egal. 39 Minuten. Oh ja. Und weil es so schön ist, das Fell. Ja, naja. Was sagt denn der? Huch, da ist der Bär. Ja, der könnte inzwischen. Ja, dann machen wir schnell. Halbe Stunde. So. Die Därme brauchen wir nicht, weil da kriegen wir vom Bär noch genug. Naja, es ist immer noch neblig. Was sagt das Feuer? Ja, weißt du was, dann schmeiß die auch noch rein. Falls es doch zu kalt wird, dann ist man da nicht zu großen Hit erleiden. Natürlich ist es aufgeklärt. So. Das Wichtigste ist natürlich hier dieses schwebende Fell und die schwebende Därme, das ist klar. Nein. Ja, guck mal. haben wir noch Reserve? Ja, eigentlich können wir das gleich mitnehmen.
Doch, doch. Den Rest müssen wir natürlich am nächsten Tag ran schaffen. Wir sind zu sehr im Eimer und wir werden wahrscheinlich jetzt mit der Müffellinie wahrscheinlich sowieso ja, alles Viechzeug auf uns ziehen. Da muss jetzt auch der Revolver her, weil der Bogen, das ist noch nicht so ein Thema. Wir brauchen aber erstmal einen Ersatzbogen. Der hält nicht mehr so wirklich lang. Der müsste jetzt auf 29% sein. Da fehlt natürlich noch einiges. Also wir brauchen mehr Pfeile und wir brauchen einen Ersatzbogen. Dann wäre es sogar die Zeit, den Revolver abzulegen. Weil das kann man sich dann sparen. Ja, jobtechnisch sieht es inzwischen so aus. Ich halte euch mal da einfach auf laufenden Stand. Ich habe gestern den Vertrag unterschrieben und abgeschickt. Das heißt, das Ding ist jetzt neat und, also, naja, fast neat und nagelsicher. Ich brauche halt noch den Auflösungsvertrag. Ich habe am Tag zuvor mit meinem Chef telefoniert. Da haben wir das Thema besprochen. Und er hat natürlich gesagt, klar kriege ich da den Auflösungsvertrag. Das wäre auch Blödsinn, wenn sie jetzt sagen würden, nee, du bleibst jetzt mal schön da. Nachdem sie da jetzt über einen Monat da im Prinzip hören lassen haben, hier zu Entwicklungsabteilung. Deswegen, ja. Sie waren sehr erstaunt, dass ich so schnell was gefunden habe. Aber ich sag mal so, wenn man sich wirklich dafür interessiert, für das Thema, sich einen neuen Job zu beschaffen und natürlich dann auch entsprechend das Quäntchen, also wie lege ich den eigentlich ab, das Quäntchen Glück dabei, das brauchen wir ja auch. Naja, wir gehen heute nicht mehr raus, das ist klar. Erstmal die Därme hier reinschmeißen und dann das Fleisch noch vor an die Tür. Da können wir dann gleich gucken, was wir für die Nacht essen. So, da liegt die Därme. Ja, die Wölfe. Also die kann man da nicht mehr umlegen. Ja, okay. Natürlich nicht. So, da haben wir 10 Därme noch dazu und natürlich das Bärenfell. Achso, ja, das Wolfsfell haben wir natürlich auch. Dann nimm die gerade mal. Warte mal, dann legen wir die mal ein Stückchen beiseite. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das ist natürlich super. Ist der schon fertig? Das ist ja super. Und Därme sind auch schon fertig. Ja, dann könnte man ja eigentlich sogar bald mit dem, mit der Bogen- und Pfeilgeschichte starten. Das ist ja cool. Wir haben immer noch die 3 Mifflinien. Als hättest du nichts abgelegt. Ja, ich habe jetzt halt die Woche, die hatte ich dann jetzt noch Urlaub, habe ich mich mit dem Thema dann auch mal wieder näher beschäftigt und da auch die ersten Gehversuche dann sozusagen mal übernommen. Aber ich habe dann halt festgestellt, dass ja, das ist einfach nicht mehr so, wie soll man das sagen? Du konntest, also wenn du WordPress oder solche Seiten halt entwickelst, einfache Seiten, dann ist das auf Windows gar kein Problem. Ja, es gibt noch die ganz großen Fische, echt. Was liegt da? Ach, das ist auch ein verdorbenes Kaninchenrot. Das sieht ja super aus. So, noch ein bisschen frisches Fleisch dazu. Haben wir jetzt noch Müffellinie? Ne, haben wir nicht. Okay, warte mal. Was ist das? 1400. 1500. 1700. Tja. Hier haben wir Stöcke und Zeitung. Hier haben wir die ganzen Bücher. Ein paar Kohlen, noch viel mehr Stöcke. Ja, ich bin aber trotzdem relativ sicher, dass das nicht reichen wird. Ja, wir haben alle Nähzeuge verbraucht. Das ist klar. Also es wird 100 pro nicht reichen. Da kann man sich relativ sicher sein. Wir brauchen viel mehr Holz. Und ich wette, ein Stapel ist, wenn wir jetzt einen Stapel noch zu hacken würden, was wir jetzt heute nicht mehr tun, weil es einfach viel zu spät ist.
Ich würde lieber an dem Kaban noch rumfrickeln, auch wenn das fast genauso lang dauert, wie an dem Stab herumzuklopfen. Aber der Kaban bringt uns mittelfristig mehr als, wobei eigentlich nicht. Warte mal, wir bringen erstmal die Federn weg. Kann einfach heute nicht mehr so wirklich viel machen. Dass der Kaban halt so ewig braucht, das ist natürlich auch nicht so gut. Dann müssen wir das verschieben. Das bringt jetzt nicht, das irgendwie versuchen, übers Knie zu brechen, weil mir wäre es lieber, wir würden eher früh in den Tag starten, auch wenn es ja noch kalt ist. So, ja, Federn haben wir genug. Wir haben 5 Pfeilspitzen, das heißt, wir hätten 7 Pfeile. Ja, der geht halt 2% runter mit jedem Schuss. Da ist natürlich klar, dass das relativ schnell perdu ist. Die nahen Wölfe in Anführungsstrichen. Ja, eigentlich würde es Sinn machen, so einem Ding rumzuklopfen. Dann nehmen wir mal eins hier. Also das mit dem Dunkel stimmt aber nicht so wirklich. Das kann ich nicht anders sagen. Nimmt halt immer 2% ab pro Klopferitis. Gibt es dann heute Aurora oder was? Ach du Schande, was ist das für ein Mond? ja, schon. Ja, jetzt wird es zu kalt. Nee, es gibt keine Aurora. Es ist einfach nur aufgeklärt. Und kalt geworden, natürlich. Ist natürlich auch clever damit, mit dem Fisch rumzustehen und rumzuklopfen. Aber so ist es halt. Ach, weißt du was? Isst den Fisch. Es ist auch völlig egal. Wir werden sowieso Wolf und Bär abkochen. Das können wir zwar nicht alles hundertprozentig essen, aber das passt schon. Das nächste Mal gibt es wahrscheinlich Wolf und oder Bär. Was ist das? Achso, das ist der Kaban. Hast du gegessen und getrunken? Genau. Wieso? Oh, schnell das kalte Bett. Halt, erstmal nur 10 Stunden. Genau. Ja, es wird schon hell. Wir haben ja auch relativ lang rumgeklopft. Wir ruhen uns trotzdem noch komplett aus. Ja, klar. Ah, hast du die Augen wieder aufgemacht? Alles klar. Ja, jetzt müssten wir ablegen, weil wir haben viel zu viel Zeug. Hm? Wir brauchen das jetzt nicht alles. Ja, Pfeil und Bogen kommt jetzt weg, weil wir werden uns, wenn, mit Revolver verteidigen. Wir brauchen nur einen Topf. Wir haben noch kein Gewehr gefunden. Das Thema hat sich, wir werden jetzt auch nicht zeichnen. Es ist hell genug. Schlafsack bleibt natürlich drin. Kleidung. Kleidung werden wir jetzt heute früh wahrscheinlich alles brauchen. Fürchte ich fast. Ja, dann ist das halt erstmal so. Der Go Energy Drink, den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Dann hatte ich nicht die Salzkriege abgelegt. Anscheinend nicht. Fliegt das raus? Wir trinken. Das passt dann. Soweit. Was sagt denn das Gewicht? Achso, wir müssen das Holz natürlich noch ablegen. Ja, okay. Zumindest wird es gut gekühlt. Jetzt müssen wir mal gucken, was das Wetter so sagt. Das könnte eventuell nach kräftigen Blizzard riechen. Das Kaninchen wird viel früher angezeigt als Wolf. Das ist ja lustig. So. Naja, warte mal, wir versuchen das erstmal unten. Soweit es geht. Ja, okay. Alles in die Behälter legen. Wieso geht das nicht? Ah, das geht nur pro Kategorie. Gut. Weil das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Das kann man ruhig erstmal hier lassen. Das bleibt natürlich an uns. Ja, eigentlich brauchen wir das jetzt auch nicht mehr. Erstmal. ja, die Medizin natürlich schon. Hm. Hat ein bisschen aufgehört vom Winden. Das heißt aber nichts. Merkt man sofort, dass es halt doch deutlich wärmer dann ist. Ja, nee, so nicht. Minus 6 Grad, okay. Lass es uns zumindest mal versuchen. Wenn nicht, dann können wir uns ja dann um den Kaban kümmern.
Ich meine, wenn man sich auf Xing oder so anmeldet und als Job suchen, dann kommen natürlich sofort auf einen die Headhunter zu. Ist ja auch ihr Job sozusagen. Quasi Jobs zu vermitteln. Ich verdiene ja auch dran. Ja? Achso, du bist schon fertig, okay. Ja, weil das ist ja dann doch oft so, dass je nachdem, wo du halt unterwegs bist, dass du vielleicht nicht die Jobs findest, die du dann suchst. Also ich hätte jetzt halt noch der Arbeitsagentur, hatte meine Frau halt gesagt, ja komm, mach doch mal da ein Newsletter und so. Oh ja, Wolfen, Wölfe. Der Hirsch ist schon gefallen, super. So klärt sich das dann mit den Hirschen. Ja. Und es gibt ja so viele Jobplattformen und nicht jeder inseriert ja auf allen Jobplattformen. Da ist es natürlich klar, dass du da nicht unbedingt immer die Jobs findest. Aber es ist, ja. Ging schnell. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ist. Ich habe dann schon mit meinem zukünftigen Chef gefragt, wie es aussieht hier bezüglich Laptop. Ich habe ja auch noch mal mit meinem Kollegen gesprochen, der hier so der der schwebende Sack. Ist aber schön, hm? Ja. Das sind echt nur 6 Säcke, echt. Kommen wir mit rein rum. Ja, naja. Kommen wir schon. Genau, ich habe mit meinem Kollegen gesprochen. Der hatte ja eh schon nachgefragt, wie es ist hier bezüglich Job und so weiter. Und der hat halt gemeint, ich sollte mir das wirklich überlegen, ob ich auf Windows entwickeln will, weil ich habe das auch selber festgestellt, dass sowas wie Laravel, was ja doch ein bisschen komplexer ist. Ja, kommt dann aber auch her, weißt du, nicht einfach nur rennen und dann nichts ist, weißt du? Ja, dann laden wir gleich nach, das ist ja klar. Haben wir da noch einen Wolf liegen? Weiß jetzt gar nicht, ob der andere auch noch kommt, weil man hat ihn jetzt gar nicht wegquietschen gehört. Vielleicht frisst der noch? Der frisst noch, alles klar. Der wird dann kommen, wenn er fertig ist. Also ein ganzes Reh, das reicht ja nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Halbbären on top. Ja, und das ist halt... Es ist nicht so simpel auf Windows. Ich habe halt... Echt macht der Bär dir zu schaffen. Das ist halt... Du brauchst irgendwie ein Unix-System, Linux-System, das geht in Windows, das ist kein Problem, aber ich habe über 2 Tage gebraucht, allein das System überhaupt erstmal zum Laufen zu bekommen, weil ich ständig auf Fehler gestoßen bin. Ich habe das nach Tutorial gemacht, also ich habe ein Tutorial gefunden, wie man das halt macht unter Windows, habe das halt installiert und es hat trotzdem nicht so funktioniert. Und dann bist du dann ständig auf der Suche, dann kriegst du dann irgendwelche obskuren Fehlermeldungen, frisst immer noch, gut, wo du dann versuchst herauszufinden, wo das Problem jetzt genau ist, was die Ursache ist. Dann löst du das Problem, dann denkst du, jetzt kannst du machen, hier kommt ein anderes Problem. Ja, also das ist alles andere als einfach. Und da habe ich schon jetzt mit meinem Chef mal gefragt, der hat halt gemeint, klar, Linux wäre kein Problem. Muss mal halt gucken, wie man es aufsetzt. Du kannst ja... diese ganze Windows-Geschichte, also ganze Office, ich nehme an, dass die auch Office 365 verwenden. Dann kannst du das sowieso alles online machen. Da, also du brauchst ja jetzt keine Programme, du kannst das alles im Browser machen. Das ist dann schon... Ja, da brauchst du, das ist der Betriebssystem unabhängig, weil ich meine, ich habe... Seitdem ich am Homeoffice bin, zum Beispiel das Outlook im Browser verwendet und das ist... Am Anfang war es noch nicht so gut. Aber inzwischen schlägt das die installierte Anwendung um Längen.
Ich möchte gar nicht mehr die installierte Anwendung verwenden. Und eigentlich brauchst du Windows heute eigentlich auch nur noch, entweder weil es die Software ausschließlich auf Windows gibt, wenn du die halt brauchst. Sag mal zum Beispiel Steuersoftware ist so ein Thema, wobei da viele auch inzwischen in die Richtung gehen online. Und das Gefühl, der Wolf da hinten kommt schon sehr interessiert her. Ja, zum Zocken halt, das ist klar. Weil die meisten Spiele laufen natürlich auf Windows. Ja, guck mal, wie der hierher kommt. Aber jetzt nicht. Habe ich sie auf die Füße? Echt? Da haben wir gar nichts drin. Wir sind weiterhin so leicht. Okay, dann kannst du ja den Topf schon mal ablegen. Genau. Oh, jetzt musst du wieder umkehren. Wie ärgerlich ist das denn? Es ist tatsächlich aufgeklärt. Wir müssen uns trotzdem mal aufwärmen. Ja, ich dachte, ich komme weiter, aber das ist halt... Es ist auf Windows nicht wirklich super simpel zu entwickeln. Also gerade solche Sachen. Mein Kollege hat zwar gemeint, hier, Junge, hol dir doch ein Mac oder lass dir ein Mac geben, aber ich weiß nicht. Ich meine, könnte ich machen, klar, aber ich denke dann auch immer Kosten-Nutzen. Sehe ich jetzt nicht so. Ja. So, wir werden ein Wasser brauchen. Das dauert mir jetzt zu lang. Ich werde mich jetzt nicht 2 Stunden hier um den Kaban kümmern, wenn ich wahrscheinlich nicht mal eine brauche, um mich aufzuwärmen. Genau. Alles klar. Gut, dann geht's direkt wieder raus. Wir holen den Rest vom Bären und den Wolf. In Teilen. Zumindest. Ja, und du kannst an Linux, entweder machst du das parallel, so als Dual Boot, wie das so schön heißt. Das heißt, du kriegst am Anfang einen Screen angezeigt, welches System du starten möchtest. Inzwischen ist auch Nebel. Das heißt, was heißt das dann? Wir kriegen noch mehr Wölfe. Wahrscheinlich erstmal, wir machen erstmal nur den Bären. Ja, so viel mit Ortsbegehung ist hier noch nicht. Es wird gleich dichter Nebel, oder was? Das wäre ja lustig. In Anführungsstrichen natürlich. Ja, ich habe inzwischen auch Feedback von euch bekommen. Glimmernebel gibt es momentan ausschließlich am Flughafen. Warum auch immer. Und man soll am besten Kräutertee mitbringen. Meine Güte, geht's wieder ab. Das wird aber noch dauern, bis wir da in den Flughafen kommen. Also, wie schon gesagt, idyllisches Tal, Wolfsberg, vielleicht Aschschlucht, dann denke ich, sind wir gerüstet. Ja, Dual Boot oder halt, du startest halt von einem USB-Stick. Also dann sozusagen Portable, wie es so schön heißt. Das wäre mir fast meine präferierte Lösung. Weil dann wäre das auch unabhängig davon, ob Windows mal... ja, wir müssen das aber tragen. Ja, dann ist das unabhängig davon... Warte mal, habe ich da eine Feder gesehen? Da drüben ist auch noch eine. Ob Windows Updates fährt. Weil ich habe auch schon gelesen, dass dieses Dual Boot, dass, wenn Windows ein Update fährt, das kann auch mal daneben gehen. Im Rucksack. Allerdings noch sehr roh. So. Ich meine, wenn das ein schneller USB-Stick ist, dann kann das eigentlich fast mit einem Windows-Rechner mithalten. Linux ist ja eh nicht so schwer vom Laden her. So. Dann nehmen wir die auch mit. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der andere Wolf kommt. Da. Kommt er? Guck mal, hier liegt dein Kollege. Oh ja. Ich bin auch so langsam. Ja gut, reichlich getroffen, aber das Vieh lebt noch.
Das Spiel hat jetzt gesagt, nee, der stirbt jetzt nicht hier daneben. Ja, wunderschön. Gott. Oh, Hilfe, die Hülsen. Ja, also ich habe ja euch erzählt, dass ich am Wohnzimmer hier bei uns einen Linux-Rechner aufgesetzt habe. Bei dem das Einzige, was sich bewegt, die Lüfter sind. Ja, also das hat keine Festplatte drin. Der hat halt so eine ultraschnelle SSD. Also wie mein Windows-Rechner auch. Aber der bootet halt um Längen schneller. Gut, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, weil ich natürlich an dem Windows-Rechner auch klassische Festplatten noch dranhängen habe. Die müssen erstmal alle starten. Das braucht immer mal so ein paar Sekunden, bis die angelaufen sind. Das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem ist Windows da langsamer. Aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob du damit arbeiten kannst. Ja. Es gibt ja auch Laptops ausschließlich mit mit Linux. Die kannst du auch bestellen. Oder du machst es halt einfach so, du plättest das Windows-System und legst einfach nur ausschließlich Linux drauf. Oder du kaufst dir einen Mac. Weil das Mac-Betriebssystem ist ja auch eins, was auf Unix basiert. Ein Mac kostet aber wieder, der hat wieder seinen Premium-Preis. Das kennt man ja nicht anders. Also für dieselbe Hardware zahlst du als Windows-Rechner vielleicht die Hälfte. Ja, ich warte hier, rechne übrigens hier noch mit weiteren Wölfen. Wir sind noch längst nicht aus der Gefahrenzone. Oh Junge. Frau. Ja, keine Ahnung. Ob da jetzt noch ein Wolf kommt oder nicht. Ist es halt nicht mehr wirklich windig jetzt. Aber das ist ja relativ automatisch hier. Ist wahrscheinlich nicht sicher. Tja. Ja, doch, er kommt tatsächlich. Gut, dann soll er halt herkommen. Oh ja, ich möchte auch ein Stück. Gibt hier nur Gestarre, aber der ist schnell. Ja, schon wieder Blutverlust. Da kam noch einer, echt. Ja, schön. Jetzt riechen wir nach unserem eigenen Blut. Das ist ja der Hammer. Gut, wir müssen das Zeug hier mal verwenden. Also speziell halt hier Antiseptikum. Ja. Normalerweise würde ich sagen, aber sie mag das. Hinterher? Nö, kommt da nicht. Oh, ich bin nicht verletzt. Dass es mit den Bären funktioniert hat, das ist echt erstaunlich. Das wäre sehr erfreulich, wenn das Thema gefixt wäre, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich global gefixt ist oder ob das ein globales Problem war. Keine Ahnung. So. Da
Dann holen wir wenigstens den einen Wolf noch ran. Die anderen rennen ja alle weg. Wo der auch immer hingerannt ist. Gut. Wir haben auch so genug zu kochen. Das ist nicht das Problem. Ja, genau, das ist der andere Wolf da oben. Wir nehmen den erstmal nur auseinander. Ach, wir haben das Beil nicht dabei. Ja, okay, dann dauert das halt 2 Stunden. Ja, mit dem Beil wäre das natürlich besser gewesen, aber so ist es halt. Inzwischen ist es reichlich spät, alter Schwede. Da haben wir natürlich jetzt viel Zeit verloren. Ich würde gerne auch noch nach dem Hirsch gucken. Oder Reh in dem Fall. Kein Hirsch. Das ist wieder Zugkrähen. Ja, da oben gibt es eh genug Krähen. Dann wieder die Wölfe ganz hinten. Ja, für mich ist übrigens heute extrem früh. Jetzt gerade exakt 7 Uhr. Früh ist wohlgemerkt, nicht abends. Oh, der Gamer ist schon wach. Ja, denn meine Frau ist heute früh wieder mal früh raus. Die hat heute ihre... kriegt eine neue Kollegin und muss sie dann einarbeiten und da muss ich dann entsprechend früh raus. Was bedeutet... Das ist aufklärt, echt. Dass ich natürlich vor Ort sein muss. Und zwar schon die ganze Woche und wahrscheinlich auch die nächste Woche auch noch. Und damit sie auch noch ein bisschen produktiv ist, geht sie halt ein bisschen früher hin. Stehen entsprechend früher auf. Und heute ist... der kleine Kater dran, der kommt unters Messer. Keine neuen Federn, echt. Naja, gut. So, das ist ja eh nicht so viel. Naja, die Därme können wir eigentlich auch lassen. Das ist egal. Wir haben von den Bären so viel. Und es ist schon spät genug. Das reicht. Fleisch ist wichtiger. Keine neuen Krähen, Federn? Anscheinend nicht. Okay. Ja, und da kriegten die halt nichts zu essen, weil der kriegt natürlich Narkose. Dem werden halt Zähne gezogen, weil der hat die... es gibt halt bei Katzen so eine Krankheit, wo sich das... der Zahnschmelz halt auflöst. Und das ist dann extrem schmerzhaft, wie man sich vorstellen kann. Nur dass Katzen halt nicht rumjammern und jaulen und winseln, sondern halt still vor sich hin leiden. Deswegen ist es wichtig, dass man so häufig wie möglich zum Tierarzt geht, um halt solche Sachen abzuchecken. Ja, dann kriegt er einige Zähne gezogen. Er hatte schon mal Zähne gezogen bekommen, erst letztes Jahr. Aber das reicht noch nicht. Das sind noch mehr Zähne befallen. Ja, dann geht's halt, um 11 hat er seinen OP-Termin. Und meine Frau ist, dadurch, dass sie im Büro ist, halt ziemlich müde. Deswegen geht sie halt früh ins Bett. Das heißt, abends aufnehmen ist dann nicht heute. Was ich eigentlich lieber mache. Und, zusätzlich sind die Jungs halt natürlich auf Futtersuche. Die sind natürlich hungrig. Die erwarten dann früh ist natürlich auch ihre klassische Fütterung. Ja, wo der Wolf wieder hingerannt ist. Das ist echt wieder nicht zu fassen. Hm, blöd. Wir haben auch schon wieder die volle Müffellinie. Ja, da haben sie mich natürlich geweckt. Das ist ja klar. Weil die nehmen dann auch keine Rücksicht auf schlafende Personen. Die rennen dann einfach über einen drüber, wenn sie sich jagen.
Tja. Bin ja auch nicht so ein Mensch, der gern zum Zahnarzt geht. Ich gehe einfach zum... Ah ja, es klart jetzt auf. Okay. Ich gehe dann zum Zahnarzt, wenn ich Schmerzen habe. Fertig. So wie ich zum Arzt gehe, wenn ich Schmerzen habe. Das ist für mich einfach nur dasselbe. Nur, dass er sich halt auf Zähne spezialisiert hat. Statt halt dann, was weiß ich, auf Haut. Oder Lunge. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz Spezialform. Wie es die Zahnärzte aber gerne haben. Da ich schon seit Jahren keine Zahnprobleme mehr habe, gehe ich auch nicht zum Arzt. Ganz einfach. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, nee, du musst aber. Sehe ich aber nicht. So, ich würde sagen, jetzt mit dem Kochen, das wird heute nichts. Wir versuchen vielleicht eher, ja, guck mal, schön. Ja, Unser Blut. Achso, das ist jetzt wieder Reh. Und Wolf. Ja, warte mal. Nimm das mal weg. Ja. Alles hier rein. Okay, das ist, glaube ich, noch viel mehr als mit dem Angeln. Wobei man dazu sagen muss, ja, erstmal nehmen wir unser Zeug wieder. Ja, da muss ich in Kategorie gehen, richtig? Dass ich nur die Kategorie nehme, beziehungsweise da habe ich gar nichts reingetan. Und unten ist nur Brennmaterial, alles klar. So. Ja, außerdem bei Zahnärzten habe ich auch sehr viel Schatten und nur ein bisschen Licht gesehen, muss ich fairerweise zusagen, weil da sprichst du mit denen ab, was du halt haben möchtest. Was für eine Füllung etc. Zum Beispiel. Und dann bohren die da halt rum, machen da rum. Und geben dir dann eine Premium-Füllung. Das weißt du dann allerdings nicht, weil ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht aus, dass ich sagen könnte, was für eine Füllung die da mir gerade rein tackern. 49 Federn, sehr schön. Ja. Und dann kommt dann irgendwie Monat, anderthalb Monat später eine Rechnung dafür. Mhm. Für diese Füllung. So. Da haben wir noch ein Wolfsfell und jetzt haben wir auch ein Rehfell hier. Okay. So. Gut. Da wissen wir, wo das Zeug war. Da war es drin. Alles klar. Brauchen wir noch Stoff? Ich nehme mal lieber noch ein bisschen Stoff mit. Ja, komm, gib mir alles. Das machen wir jetzt noch. Ah ja, schön, schön im Wind. Ja, wunderschön. Genau im Wind. Ja, okay. Dreh halt so bekloppt, dass er Wind schon Wind hat. Kein Problem. So. Wenn du es direkt auf Anhieb schaffst, dann sind wir da durch damit mit dem Thema. Tja, da bin ich mal gespannt. Gut, dann noch einmal. Ein drittes Mal versuche ich das jetzt nicht. Es ist wirklich sehr, sehr spät. Was kräht hier? Sind das Zugkrähen oder was? Okay. Ja, hier irgendwo steht Wasser. Nee, das ist ein Regal. Dann steht hier unten Wasser. Nee, tut's nicht da. Gut, und hier hinten ist ein Bett. Nee, ist ein Antiseptikum. Das ist ein Bett. Achso, was schaffst du an Stunden? 9. Ja, das passt plus minus. Wir brauchen dann also knapp über 600 Kalorien. Das ist zu viel. 350 und ja, genau, da gibt es einen Fisch dazu. Machen wir das so. Dann essen wir das Zeug mal. Nächsten Tag gibt es Bär. Okay, gute Nacht. Sehr schön. Es ist ultra morgens, aber wir werden trotzdem schon, sollen wir schon mal den Grill anwerfen? Nein, werden wir nicht. Ich denke mal, das Food.
Wir werden uns erstmal um unsere Kabanen kümmern. Das wird ja sicherlich noch 6 bis 12 Stunden dauern. Und ja, dann kümmern wir uns um das gesamte Fleisch, was wir jetzt vor der Eisfischerhütte haben. Vielleicht gibt es auch Nebel, dann geht es ein bisschen schneller. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.